Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty World War 2. Immer noch in der Mission Todesfabrik. Wir haben am letzten Part aufgehört. Warte, haben hier irgendwelche Leute was für mich? Okay, nein, die Munition und. Aber die Granaten. Ja, die Granaten, wo ist der mit den Granaten? Da unten. Bereit, wenn du es bist. Fang Daniels! Sehr gut, okay. Ja, ist okay. Wohin? Ach hier. Wir teilen uns in zwei Teams auf. Pearson, Sie gehen nach Norden über die Brücke zum Hügel. Ich folge dem Fluss mit einem Trupp, um Ihnen Deckung zu geben. Treffpunkt ist am Fuß von Hügel 493. Wir sehen uns. Ja, sei vorsichtig da draußen. Du auch. Hoffentlich war es eine gute Idee, uns aufzuteilen. Ja, ich nehme auf, okay. Wenn die Deutschen über diesen Fluss lassen, würde das die ganze Mission gefährden. Deshalb schützen wir Pearsons Flanke. Ich sehe auch gerade gar nicht von den Medikits sieht's echt nicht gut aus. Und auch der, also Sussman, der ja immer Medikits für uns bereit gehabt hätte, ist jetzt auch nicht da. Ah, das ist gerade eigentlich ziemlich doof. So, das hier könnte ziemlich schwer sogar sein. Müssen Sie ausschalten, aber wir sind in der Unterzahl. Testen wir Ihre Flanken. Sie dürfen uns nicht sehen. Patrouille voraus. Schalten Sie den Mörsertrupp aus. Das war nicht gut. Oh. Was für... Ja, also, bitte. Ja, die halten auf jeden Fall mehr aus. Ja, ist gut, dass du noch nicht so hast. Was wir essen. Das sind ja voll viele, Mann. Hallo? Was ist das denn für ein Terminator? Alles geschafft. Ja, ich weiß halt, wie es läuft, ne? Einfach mit einer Granate einfach alles verfehlen. Ich brauche die Munition jetzt wirklich. Danke. Oh, der ist schon tot, scheiße. Oh, scheiße! Thank you.
Steh auf, Red. Ich kenne dich besser als sonst jemand, daher weiß ich, dass du noch Kraft hast. Du kannst nicht aufgeben. Nicht jetzt oder überhaupt. Paul? Die Deutschen sind gleich hier. Zeig mir, was du drauf hast und steh auf. Ich fürchte, ich schaffe es nicht. Musst du aber, Red. Hazel braucht dich und dein Kind auch. Jetzt steh auf. Okay. Ganz genau. Du warst nie jemand, der aufgibt. Ich glaub an dich, kleiner Bruder. Paul! Wir sehen uns daheim, kleiner Bruder. Briggs! Gott! Ich muss den Sammelpunkt finden. Oh mein Gott. Scheiße! Ja, der hat da rumgeguckt, hat mich auf... Danke! Alter, hab ich mich erschreckt. Da hab ich mich erschrocken. Ey, war das schlimm. Noch in der Aufnahme. Boah. Nein. Oh, Leute. Zurückziehen, fürs Nachladen. Oh, das gibt's doch nicht. Ist doch getroffen, du Arsch. Was? Ich schieß direkt danach. Wohin gehen die denn? Dass ich sie nicht mehr treffe. Boah, sind das viele! Scheiße, ich dachte, es wären weniger. Boah. Das ist ein Headshot, Mann. Glaube ich mal. Anscheinend war es das nicht. Ach, sehr gut. Dann kommt mir zu Hilfe. Das ist ja nett. Stoßen sie wieder zu Turner. Mit den ganzen Leuten, wo hier rumlaufen. Ach nee, sind gar keine mehr da. Bewegung. Der Sammelpunkt ist in der Nähe. Unsere Jungs können Hilfe.
Hilfe gebrauchen. Verstanden, Sir. Öffnen Sie die Tür. Ich gebe Deckung. Sieht so runtergekommen aus, um Schutz zu bieten. Wurde vermutlich aufgegeben. Ob sie wohl zurückkommen? Hoffentlich nicht in naher Zukunft. Ich suche nach Vorräten. Das ist verdammt dunkel hier. Haben Sie da draußen unsere Jungs gesehen? Nein, Sir. Hoffentlich haben Sie es bis zum Sammelpunkt geschafft. Hören Sie. Ah, Sir. Der Fluss muss ganz in der Nähe sein. Ich hoffe, unsere Jungs haben Schutz vor der Artillerie gefunden. Wir werden Ihnen helfen. Keine Sorge. Da ist der Fluss. Wir müssen ihm nur zum Sammelpunkt folgen. Und dann diese Kanonen zum Schweigen bringen. Ja, da kann man gar nicht hoch. Oh Gott! Ah! Kopf runter! Er hat einen von uns. Flanken überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Das wird echt ein Running Gag, ne? Mit dieser Klinge. Ich jedes Mal. Wir ziehen sie ran. Durchhalten. Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Kann mich nicht bewegen. Ja, Alter. Und der Turner macht gar nichts, oder wie? Versuchen wir ihn von hier aus zu überraschen. Ich lenke sein Feuer auf mich. Sie kümmern sich um ihn. Ich gebe ihm Deckung. Er ist nicht allein. Oh, Medikit. Geh weg! Wie geil ist der denn draufgegangen? Getroffen!
Boah! Rücken aus, zu mir! Der Bereich ist gesichert, aber dieser Soldat hätte nicht sterben müssen. Bewegung! Der Sammelpunkt ist in der Nähe. Welcher Soldat? Der Sniper? Doch. Oder der eine, wo der lag. Ja, hättest du halt was gemacht. Das war einer von uns. Nee, das war keiner von uns. Verstanden, Sir. Werfe Granate! Werfe eine Granate! Werfe nochmal eine Granate. Oh Scheiße, keine Munition. Ach, der hat Munition, der Typ. Dann gib mal her. Dankeschön. So. Ja, okay. Ist nicht gut. Ja. What the fuck? Oh nein, der brennt. Ja. Stirb! Du nervst! Oh. Oh Gott, ey, Turner ist mein Ohr. Ja, Turner ist mein Ohr. Turner ist mein Schutzengel, das wollte ich sagen. Der hat gerade einfach die Granate weggeworfen. Jetzt ist da schon wieder einer dran.
Alter, wie viele sind das denn noch? Ey, wie viele da auch noch kommen? Zeugen die sich da drin? Ja, eine Granate geworfen, wohin? Sorry, wie sind das denn? Ne, das war's nicht. Aus welcher Deckung macht er? No, jetzt sitzt da schon wieder so ein Typ dran. Alles okay? Alles gut. Ich frage mich, wie lange der da schon hockt. Ah, ich hätte die ganze Zeit nach vorne laufen müssen. Ey, dass ich den hier getroffen habe. Das war der letzte von ihnen. Gut gemacht, Daniels. An der Brücke sammeln, Männer. Wir besetzen die Mühle als Stützpunkt. Wenn Pearson hier eintrifft, rücken wir zum Sammelpunkt vor. Bin auf dem Weg, Sir. Daniels, ich hab auch Granaten, wenn du bereit bist. Scheiße, ich dachte, das wäre der letzte. Ey, Turner, gib mir mal bitte die Munition. Munition, hier, Daniels. So. Jetzt haben wir jetzt Raffin. Ah! Den werde ich einfach los. Den will ich loswerden. Hallo? Ich will loswerden! Töt ihn! Töt ihn! Nein! Töt, stirb jetzt! Ey, nicht noch einer. Was du? Ich komme wieder zurück. Hallo, ich will zurück. Ich will es nochmal hören. Feindaktivität! Sie ziehen sich zurück! Wir haben sie zurückgeschlagen! Wir sind den Tisch umgeworfen! Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam. Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist allein los. Er hat nicht genug Männer. Das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich sagte, wir warten hier. Und genau das werden wir tun.
Bei allem Respekt, Sir. Was, wenn Skulls recht hat und Pearson vorgegangen ist? Dann ist das mein Problem, Daniels. Ich habe da so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich nach Ihrem Bauch richten würde, Private, wären wir immer noch auf dem Boot in der Normandie. Genau. Pearsons Trupp wurde bei Kasserine ausgelöscht, oder? Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich nicht. Ich will wissen, was wirklich passiert. Ja. Nun, ich traue mich nicht, Turner zu fragen. Aber wenn's dich interessiert... Unsere Mission lautet, die deutsche Artillerie gemeinsam auszuschalten. Aber wenn Pearson eine Möglichkeit sieht, wird er sie nutzen. Der Trupp ist ihm egal. Zwischen Turner und Pearson zieht ein Sturm auf und es wird immer schlimmer.